willkommen zu meinem neuen Let's Play, das ich mir jetzt einfach mal versuchsweise gekauft habe. Ich habe mir, gleich müsste er komplett da sein, Rayman gekauft. Und zwar die Collection, das heißt, wenn ich mit dem ersten Spiel einigermaßen zurechtkomme und das schaffe, werde ich dann auch die anderen spielen. Also zumindest die ersten vier. Also ich habe jetzt Forever. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, was das jetzt heißt. Also ich habe jetzt einmal das hier. Und dann habe ich aber dummerweise ein anderes schon angeguckt. Das war irgendwie Rayman Designer oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und das habe ich schon ausprobiert und grottig versagt. Also wie gesagt, ich habe noch nie Jump'n'Run gespielt. Ja, ich habe ganz früher mal Mario gespielt. Also als ich sehr klein war. Oh cool, jetzt wird mir das ein bisschen gezeigt. Ja, da hatte ich nämlich bei dieser anderen Version hatte ich auch so eine Rutschpartie, aber irgendwie ohne Gegner. Und mit so Tuten. Und ich habe mich ganz, ganz schlecht angestellt. Ich werde das wahrscheinlich dann entweder als Special noch mit reinnehmen, weil das wirklich so jämmerlich war, dass es schon wieder lustig ist. Aber jetzt habe ich gefunden, dass ich jetzt auch das hier habe. Und das ist, ich habe es schon ein bisschen ausprobiert. Das ist wesentlich leichter. Also da sollte ich eigentlich keine Schwierigkeiten mit haben. Ich habe mir jetzt auch die Steuerung angeguckt, sodass ich ein bisschen weiß, was genau ich eigentlich mache. So. Okay. Dann würde ich sagen, ich fange an. Das habe ich. Ja. Wie gesagt, ich habe ein Level gespielt. So. Und dann. Aber das, ich möchte ja von Anfang an spielen, also machen wir das Ganze jetzt noch mal. So. Ja, jetzt bin ich nicht mehr Hanna, jetzt reicht es noch für drei Buchstaben. Wir sind jetzt Han. Gut, okay. Also wie gesagt, ich bin überhaupt grottenschlecht, also ich will nichts hören, ja? Ich höre eh nichts gerade, aber später. Und ja, ich weiß, ich werde mich sehr schlimm anstellen. Verzeiht es mir. Ich krieg das irgendwie hin. Ich habe auch, also ich habe, wie gesagt, das schon angetestet. Und jetzt so ein paar Sachen weiß ich schon. Also beispielsweise weiß ich, da bin ich vorhin gestorben, dass diese Blume sich runterneigt. Und dass man sich hier hochhangeln kann. Und dass da drüben ein Leben ist. Weil das hatte ich gefunden, weil eins hatte ich ja verloren, weil ich das mit der Blume nicht wusste. Und dann hatte ich das erstmal wieder zurückholen müssen. Okay. Aber gut, wie gesagt, also das ist jetzt so ein Vorlauf ohne alles, ohne Gegner, ohne einfach nur wahrscheinlich um die Steuerung zu testen. Hat auch ganz gut funktioniert und ist wesentlich einfacher als das andere, was ich gespielt habe. Aber wie gesagt, das schneide ich dann entweder noch rein oder ran oder vielleicht mache ich daraus ein eigenes Spiel, ich habe keine Ahnung. Aber ja. Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ich hatte eigentlich vermutet. Ah! Ich hatte eigentlich vermutet, dass man hier irgendwie da hochkommt. Hm. Vielleicht noch nicht. Noch ein bisschen vielleicht? Ah, okay, also dieses Didede sagt mir, dass dann ein Gegner kommt, okay? Weil ich habe auch festgestellt, ich kann noch nicht hauen. Es kommt wohl erst später. Beziehungsweise ich hab dann, als ich nicht hauen konnte, weil in dem anderen Spiel konnte ich das von Anfang an, habe ich mich gewundert und habe dann nachgeschaut, warum ich nicht hauen kann und habe festgestellt, dass das erst mit Level 3 geht. So, hier haben wir, glaube ich, einen Zwischenspeicherpunkt.
zumindest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weil, wie gesagt, ich hab's nicht gemacht. Ah! Den mag ich nicht. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich mag ihn nicht. So. Nehmen wir alles mit. Mal gucken. Also wie ihr seht, ich stelle mich jetzt nicht so gut an. Ich weiß noch nicht, ich habe diesen Käfig schon gefunden. Wahrscheinlich muss ich die später raushauen, weil ich kann nicht so weit hüpfen. Glaube ich nicht, dass ich so weit hüpfen kann. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt müsste ich ja das Hauen bekommen von der... Genau, von dieser Tante hier. Hallo Raymond. Ich bin Batila irgendwer. Und ich helfe dir. In deiner Aufgabe. Ich kann dir neue Kräfte geben. Jetzt kann ich mit meiner Faust schlagen. Gut. A. Nee, nicht A, sondern das hier. Also diese Zwischensequenz mag mein Rechner offensichtlich nicht. Reicht das jetzt? Danke. Später. Achso, ich muss wahrscheinlich weiterlaufen. Oder? Nein. Kann ich wieder zurück? Es wird ja wohl irgendein Maximum geben. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Ich finde ja nett, dass die Olle mir jetzt das gegeben hat, aber wie komme ich hier raus? Weiter geht anscheinend. Muss ich irgendwas drücken? Ich will hier raus! Ah, okay, ich kann kriechen. Ja, das hatte ich gelesen, wollte ich mal ausprobieren. Wie komme ich raus? Vielleicht muss ich wirklich... Quit Game. Ich hab mir gerade nicht mehr zu helfen gewusst. Tut mir leid. Mal gucken. Wenn ich jetzt wieder da lande. Ich lande wieder in der ersten Welt. Und hauen kann ich nicht. Okay, ich mache eine Aufnahmepause. Spiel es nochmal durch und guck, wie ich da rauskomme. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Levelmarke gar nicht. Und zwar, ich muss zugeben, ich musste in die Cheats gucken, um zu wissen, was für ein Gleiche mache. Ich muss diese Frucht hier runterhauen. Und dann. Wäre ich nicht drauf gekommen. Wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, wusste ich nicht, dass man die runterhauen kann. Ich dachte, die wären Deko. Aber okay. Ich gehe davon aus, dann muss ich die da auch runterhauen. Und dann... Ah. Aha, okay. Cool. Okay. Wer sich wundert, warum ich ein Leben mehr habe, ich muss ja das dann, wenn ich
ein Level außerplanmäßig verlasse, muss ich. Achso, kann ich die vielleicht auch. Halt, nein, nein, falsche Richtung. Genau, das will ich. Na, nein, 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 geh in die andere Richtung. Na, das ist blöd. So. Schaff das? Vielleicht auch nicht. Ich schaff das. Ich werde das schaffen. Ob du willst oder nicht, mein Freund. Ab. Oh, oh, genau in die andere Richtung, natürlich. Das ist aber auch schwer. Ich finde es schwer, das genau abzupassen, wann er die haut und wann nicht. Geh da hoch. Ich sag hoch. Muss ich das machen? Wahrscheinlich nicht. Ich mach das. Ich muss hier eh nochmal durch. Also werde ich das jetzt lassen. Werde dafür den Typen hier hauen. Und dann, warum ist der klein? Kann ich den jetzt nicht hauen? Doch. Der Arsch duckt sich. Ah, okay. Okay, wie gesagt, also so einen Käfig hatte ich ja schon gefunden und ich dachte mir auch, dass ich die sozusagen irgendwie befreien muss mit dem Hauen. Aber das ging ja nicht. Jetzt geht es, also werde ich das Ganze nochmal machen müssen, um dann sozusagen mit meinen neuen tollen Fähigkeiten. Und ja, es läuft wesentlich schneller und wesentlich. Was sind das denn für Hammer? Ah!